auf Losch geht's los, please. Willkommen zurück auf Datomir, willkommen zurück zu Jedi Fallen Order, dem Spiel, das gerade wahrscheinlich alle wieder aus dem Schrank holen, bevor der zweite Teil endlich draußen ist. Drinnen, ich habe Wände, ich habe Jedi, alles gut. Ja. Die großen drei. Schiff, drinnen, Wände, Jedi, fast vier. So, wie sagt man das? I have a confession to make. Ich habe nämlich mal den ganzen restlichen Kram auf den anderen Welten mitgenommen. Ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gesehen. Noch nicht. Schade. Okay. Stimmt, ist ja noch außerhalb des Kampfes. Ich habe nämlich die restlichen Stimpacks aufgesammelt, die auf den anderen Welten verteilt waren. Ich habe jetzt anstelle von drei direkt mal sechs mitgenommen. Richtig nice, da wird uns dann im Kampf erstmal nicht so viel passieren, hoffe ich. Außer die Gegner hauen eine tödliche Kombination nach der anderen raus, dann sieht das mal wieder dementsprechend ungünstig aus. So, ich gucke einmal auf den Fähigkeitenbaum. Ich habe zwei oder drei Dinge noch gelevelt. Darüber hinaus allerdings nichts, aber vor allem hier die Lichtschwertbeherrschung. Erhöht jeden Lichtschwertschaden, ist eigentlich so allgemein unfassbar gut. Na, für jede Attacke kriegst du halt ein bisschen mehr Damage raus. Da kannst du nichts falsch machen. Und der Rest wartet immer noch darauf, geskillt zu werden. Für mich auch sehr schwer einzuschätzen, wie viel vom Spiel nun überhaupt noch übrig bleibt. Ich rechne mal halbwegs so mit zweieinhalb, mit drei Stündelchen. Im Schiff? Drinnen? Genau. Ich habe Und das zu wiederholen, hilft auch ungemein. Ja. Deswegen bin ich nämlich jetzt auch nochmal hier. Die Stimpacks findet ihr übrigens bei dem Venator, bei dem Abgestürzten auf Zepho. Da muss man dann einmal durch. Das kann auch ein bisschen dauern. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe oder so. Kann aber, so eine gute Stunde, würde ich sagen. Gute anderthalb Stunden oder so. Da habe ich euch jetzt mal von verschont. Und den Rest gibt's auf Bogano, wenn man die ganzen kleinen Rätsel von dem Cordova da löst. Ja, dann gibt's da nämlich auch nochmal zwei. So, denn haben ist besser als brauchen. Wie ein Kollege immer zu sagen pflegt, und das völlig zu Recht. So. Hat hier dann noch so ein paar Machtechos aufgesammelt. Oh! Und erstmal versagen. Deswegen muss ich mich hier einmal nochmal durchprügeln. Dann werde ich mal schauen, dass ich dann am Ende irgendwie da noch zu den restlichen Echos komme, aber. Und dadurch, dass uns ja gleich ein kleines Endboss-Kämpfchen. Also siegen irgendwie die Verniedlichungsformen. Nice. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Da kommt ja gleich ein netter Herr, der uns ein bisschen zernichten möchte. Aua! Ja, von den beiden erstmal. Mein Gott. Okay, ich prüge mich erstmal ein. Ich prüge mich hier erstmal ein. Jo, ciao. So, du genauso. Komm mal her. Ich weiß auch nach wie vor nicht, wenn man hier. Genau, ne? Doppelsprung for the win. Ich weiß auch nicht, man kommt irgendwie auch da unten hin, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Guck mal, da leuchtet nämlich irgendwas. Aber keine Ahnung, wie man da nochmal hinkam. Das muss ich mal rausfinden. So, ich setze mich jetzt mal wieder hin. Erschummeln wir meine restlichen Stimpacks wieder zurück. Ach geil, jetzt dachte ich, da hätte man hier den Timer angemacht für die heutige Folge. Nö. Achso, ja, und gewechselt. Auf das. Na komm. Auf ihn! Du musst dich schon mehr anstrengen. Au. Ja, genau. Boah, ich hasse es, ne? Komm. Pass auf. Ey, egal wie du es manchmal machst, ne? Das ist einfach. Manchmal ist das Spiel einfach gegen dich. So, Moment. Kann ich denn nicht einfach mal kurz hier. Aua. Nein, nee, er fliegt einfach nicht raus. Hat da gar keine Aktien mit. Ciao.
Oh, diese Stelle, ne? Das ist einfach mit die schlimmste Stelle im ganzen Spiel. Ciao, da fliegt er gerade mal um. Überwältigt. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Naja, kann ich mal mehr Skill kriegen, BD? Ach, der ist immer noch da? Okay. Ich dachte, der hätte sich jetzt da schon so ein bisschen aus dem Stäubchen gemacht. Da ist es wieder. Ich mag deine Begeisterung. Aber Datomir fordert mehr als nur Willen. Ja, nämlich den Doppelsprung. Warte. Tja, da guckst du doof, ne? Hey, ich dachte, der war dann weg beim letzten Mal. Eindringlich ist hier. Moin. Auf, wegzulaufen. Au, hab ich nicht gesehen. So, easy. Vom fernen Horizont hört man wieder das leise easy, easy. Was soll man denn hier interagieren? Aber nur mit Ausrüstung. Jo, da ist die Ausrüstung. Ah, es geht noch hier lang. Okay. Ups. Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt. Die Freizeitparks werden auch immer interaktiver. Puh. Wie haben wir das geschafft? Hab ich den schon auf Kashyyyk gebracht? Mit dir erlebt man was. Ja. Erstmal zur Belohnung ein paar Pilze reinpfeifen. Was soll schon schief gehen? Die richtige Ausrüstung. Okay, was war das denn nochmal? Dann werde ich hier da hinkommen. Cool. Dann ist die Frage auch beantwortet. Wahrscheinlich. Hey, wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier wieder? Einmal nicht die Orientierung verlieren, das wäre cool. Wäre spannend gewesen, wenn ich das nicht mit den zusätzlichen Stimpacks gemacht hätte. Einfach mal so, ne, nach der guten alten YOLO-Taktik hier rein. Ach, da oben. Ah, okay, da ist die Brücke. Nice. Och, nö. Ich muss ja sagen, er geht mir schon ein kleines bisschen auf die Nerven. Ciao. Sie öffnet sich nicht. Geil. Ja, dann spiel vorbei, aua. Ja, wo muss sie denn lang? Du even... Rope, Bro. Das sieht so aus, als würde man von der Seite da so rüber können. Okay, irgendwann bin ich jetzt gerade falsch abgebogen. Nee. Hä? Ach so, ja gut. Das, das war mal wieder zu einfach. Ja, komm, ich nehme mal eben die Leben wieder mit. Give me that life. HP. HP Backstyle. Hieß der nicht so? Harald Peter Backstyle. Nee, keine Ahnung. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein. Er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Meet your family. Ah, das Wunder der Geburt. Guck mal, wie putzig die aussehen. Nice. Okay. Was können die nochmal? Okay. Erstmal scannen. Was hast du gefunden? Sehr gut. Bududut. Untote Schwester der Nacht. Natürlich. Wenn man sonst keine Hobbys hat. Achso. Damit. Hä? Achso, klar. Noch mehr Untote. Noch mehr Untote. Ach, verdammt. Erinnert mich so ganz leicht an Ocarina of Time.
die netten Herrschaften, die dann auf einen zuhumpeln oder anschreien. Und dann einen anknabbern. Verlasse diesen Ort. Gott, das war auch ultra gruselig als Kind, ey. Das glaubst du gar nicht. Damals, vor 1000 Jahren. Ich könnte einen Stim gebrauchen. Ich war dort, Gandalf, vor 1000 Jahren. Als Ocarina of Time rauskam, war es wird ja immer noch gespeedrunnt. Und ich glaube, es wird auch in den nächsten 10 Jahren noch gespeedrunnt. Und irgendwann, wenn Nintendo sich erbarmt, dann wäre mal so ein Remake richtig cool. Aber ich glaube, dass so ein Remake gar nicht mal so gut ankommen würde. Dann würde es ja das ursprüngliche Kunstwerk damit ja zerstören. Je nachdem, wie die das halt machen, ne? Aber kannst du das Spiel so... Ja, den Spawn habe ich gesehen, Kollegin. Was wollte ich sagen? Kann man das... Also die Spielmechaniken so gut in die neue Zeit bringen, dass das... Ja, wieder was Neues ist oder ne, wieder diesen Impact hat wie damals? Ich glaube nicht. Hä? Moment. Was wollte ich jetzt? Du wirst für ihren Ach so. Tod bezahlen. Geil, ich dachte, ich müsste jetzt eigentlich nur gegen, ne? El Gringori oder antreten, aber scheinbar habe ich mich Ja, Moment. Ich habe mich geirrt. Aber wann tue ich das mal nicht? Wann irre ich mich eigentlich mal nicht? Einmal im Leben recht haben, das wäre schon gut. Aber dafür noch ein paar Fähigkeitspunkte und da explodiert er erstmal. So. Oh, da hätte ich langlaufen können. Scheiß drauf. Du schaffst diese Schwester der Nacht, uns zu folgen. Magic. Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment. Hast du überhaupt 10? Klar, hast du die mal angeguckt. Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Das ist das Vieh von Kashyyyk, nur in hässlich. Das sieht so also wie so eine richtig dicke Fledermaus aus. Die flinken Biester sind zu schnell für meine Waffe. Ich kann sie problemlos erlegen. Ich habe ihn nur wütend gemacht. Wahrscheinlich. Ja, ich bin sehr wütend, das stimmt. Cool. Mit die einzige Technik, die hier scheinbar haben. Jetzt muss ich... Boah, okay, da geht's noch lang. Mal sehen. Neues Ziel zur Holo-Karte. KT. Da brauche ich aber noch Ausrüstung. Okay. Scannen links, scannen rechts. Dato, Mirianische Glyphen. Gesundheit. Holy shit! Da machen die ja mal gar nichts. Ja, schade, ne? Eigentlich wollten die nur reden und er so, tschüss. Da drehe ich mich nochmal komplett im Kreis. Ah, guck doch nicht erst das. Okay. Schieß doch. Hier wurde jemand gejagt. Ja, ich. Au. Kämpft mit mir, Brüder. Schieß doch. Schieß doch. Wieso schießt du denn nicht? Ja, okay. Jetzt macht er natürlich den Superschuss. Na. Ja. Dann schneller. Dann recht mal schneller. Zu leben ist auch irgendwie nicht so cool, oder? No offense, though. Boah, das sind auch die Nerven. Die sind auch einfach so unendlich nervig. Auch dieses Machtausweichen mal geskillt. Das heißt, wenn ich präzise zur Seite gehe, dann lade ich wieder Macht auf. Bei diesem Schwierigkeitsgrad mache ich das dann lieber direkt. Mein Gott, ja, zieh mir wieder Leben ab.
Gastfreundschaft wird hier aber klein geschrieben. Nur weil ich eure ganzen Leute umbringe, mein Gott. Was ist denn schon dabei? Jetzt bin ich gerade nicht mit dem Aufzug gefahren, ne? Ah, Mist. Ich glaube, das ist... Ja, komm, ich gehe nochmal kurz zurück zum Aufzug, bevor ich jetzt hier irgendwas vergesse. An den Part kann ich mich gerade überhaupt nicht mehr erinnern. Merkt man vielleicht hier und da? Da kann man später nochmal hoch. Genau. Ja, stimmt, ich bin ja zuerst den Weg gegangen, weil ich dachte, geil, die machen das auch so mit dem... Okay. Das ist wieder der allgemein berühmt-berüchtigte Fußaktivator. Oh, da ist meine Waschmaschine. Immerhin haben die auch Waschmaschinen. Du musst das einfach wissen, stimmt's? Oh, du hast was gefunden. Macht und Kontrolle. Mal wieder eine Hülse. Wahrscheinlich soll... Oh. Ach, hier. Okay. Boom. Sehr schön. Dann fülle ich einmal die Stims wieder auf. Dann muss ich mich da zwar wieder durchprügeln, aber das ist eigentlich okay. Es ist okay. Geil, ich hab den Lichtschwertwurf schon wieder komplett vergessen. Erhöht die Reichweite von Kerls Lichtschwertwurf. Ja, sehr schön. Wirbelwindwurf. Das finde ich allerdings noch viel nicer. Rinsky. Boah, das ist schon nice. Guck mal, das nehme ich doch gleich mal mit. Das probiere ich doch gleich erstmal hier in den beiden Gestalten aus, wenn ich das überhaupt kann. Ich darf. Achso, ja, so nicht. Okay. Au. Au. Ja, ist okay. Mach doch Damage. Ist das denn. Moment, ist das nur mit dem doppelten Lichtschwert oder ein. Ach, wo war das denn? Taktische Fähigkeiten? Keine Ahnung. Gott, die ganzen Symbole. Schub, Doppel, Lichtschwert. Fähigkeiten bauen. Fähigkeiten. Auch mal interessant, den Baum so zu sehen. Da, genau, Y, 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 Y. Sprunghieb. Zwei Fähigkeitenpunkte. Wirbelwindwurf. Achso, genau, das geht nur mit dem Doppelklingen-Lichtschwert. Nur echt mit dem originalen Doppelklingen-Lichtschwert. Den Berichten zufolge hat Pelpi, der gute alte Pelpi, das Doppelklingen-Lichtschwert generell sehr, sehr verabscheut, nachdem er dann, ja gut, ne, also generell verabscheutet er jede Form von Lichtschwert. Deswegen hat er ja dann irgendwann auch mal das gelassen, das einzusetzen. Das war für ihn eher so eine Notwendigkeit, wenn ich den Texten glauben darf. Da gibt ja auch relativ viele, die... Jetzt geh doch mal drauf hier! Was ist da los? Gibt ja auch so 1 bis 3000 Kanäle auf YouTube, die einem immer so die Star Wars Lore näher bringen. Generell bin ich da bei Todesstern News, heißt das, glaube ich. Das ist immer ganz interessant. Und der andere, dessen Namen ich. Star Wars Facts oder so, glaube ich. Wenn ich dem Akzent glauben darf, in einem Österreicher. Der das aber eigentlich ganz okay macht. Na, wenn ich mich mal hier so, ne, ich würde nicht sagen, dass ich das besser machen kann. Keine Chance. Würdest du mir einen Stim zuwerfen? Deswegen hier und da mal relativ informativ. Ganz cool. Ich glaube, dass es da auch ein Video zu gab. Mein Gott, jetzt drifte ich aber hier thematisch komplett ab. Na egal, auf jeden Fall, so Doppelklinglichtschwert soll eigentlich ja gar nicht mal so einfach zu lernen sein. Aber, wenn du das dann einmal kannst, dann ist das dann natürlich umso nützlicher. Kämpf mit mir, du Feigling! Haben wir dann gesehen, als zwei diverse Protagonisten gegen einen Fifth kämpfen durften.
nie damit rechnen, dass es überhaupt noch irgendjemand davon geben dürfte. Von denen. Das ist eigentlich auch relativ krass, wenn du halt als Obi-Wan dann später so den Ruf bekommst, den ersten... Aua! Den ersten Sith nach 1000 Jahren wieder zu boxen. Tschüss. Haben und kämpfen ist irgendwie manchmal immer noch schwierig. So, da gehe ich doch glatt erstmal über den großen Baumstamm. Danke, BD. Domestizierung von Spinnen. Yo. Ich stell mir direkt vor, wie die Spinne morgens erstmal die Zeitung reinträgt. Das ist aber fein gemacht. Ja, fein. Hast du schon wieder den Hund der Nachbarn gefressen? Ja, fein. Boah, das ist ja schon so eine... Oh Gott, so. Gehst du morgens so durchs Haus so, ne, und sie sitzt einfach nur, so eine 3 Meter große Spinne sitzt einfach so an der Wand. Du weißt jetzt nicht, ob sie wach ist, ob sie schläft, ob sie wieder mal vorhat, dich zu fressen. Wo muss ich lang? Keine Ahnung. Ach so, da hoch, ne? Ach, ja, okay. War wieder zu einfach. Ja, ich weiß nicht, so eine Spinne als... Ja, so eine Spinne so als Haustier. Ist doch auch mal was Neues. Man muss ja auch mal so ein bisschen mit dem Trend gehen. Wie komme ich da denn hin? Ach so. Indem ich die Dummheit sein lasse. Ja, okay, hätte ich gewusst, dass hier der nächste Macht-Dingens ist. Der nächste Meditationspunkt. Dann hätte ich wahrscheinlich auch bis hierhin gespielt. Und da steht er wieder. Boom. Da ist er wieder und nervt. Der Typ mit dem Bogen. Ungelogen, der Typ mit dem Bogen. Tschüss. Geh zurück, Jedi. Nö. Links und rechts. Das sieht doch gar nicht aus wie eine Falle. Nee. Sag ich doch. Boah, diese Angriffskombination und dann zeitweise diese Mikro-Rucklage. Ja, und dann macht er auch noch die Vierfach-Angriffstechnik. Boah, gib mir das auf den Keks. Ich hatte mich wieder. Werf einen rüber, BD1. Stopp. Boah, geh doch einfach drauf. Tu mir doch einfach mal den Gefallen. Irgendwas Interessantes? Ja, ich habe dieses Geschleim hier gefunden. Ach so, den Typ. Zeig mal. Der baut das Nidak. Nidak. Gab's doch damals die Serie, die Nidak Tales. Ach, Bruder schreit, irgendwas knurrt. Exempel zu statuieren. Die Grube. Ja, und jetzt? Achso, jetzt darf ich den Karren hier rüberschieben oder rüberziehen. Jo, okay. Teenager von Holzkasten erschlagen. Okay, entweder geht's da lang oder hier lang. Was ist denn? Achso, von da komme ich her, ne? Okay, dann. Ah, guck dich das mal an. Das sieht doch eher. Das sieht doch schon eher so aus. Da pfeife ich mir doch aus purer Begeisterung erstmal einen Stim rein. Ich hätte gerne auch so Ranken am Haus. Könnte ich nämlich immer, wenn ich den Schlüssel vergesse. Wenn ich mal wieder den Schlüssel vergesse, dann kann ich da nämlich immer hochklettern. Wenn sonst keiner da ist. Hä?
Müssen die sich hier nicht sau unwohl fühlen, wenn die hier leben? Haben die nicht auch einfach mal das Bedürfnis nach mehr Infrastruktur? Oh, hier ruckelt sie. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir müssen die Nachtbrüder leben. Dadurch. Nee. Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Der muss mich doch jetzt gehört haben. Nö. Ich kann mal wieder mal nicht Chat schmeißen. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Was denn? Hä? Da könnte man hoch. Oder hier runter, oder keine Ahnung. Ich würde sagen, dass man hier auch mit dem ein oder anderen Gespräch durch die Leute durchkommen könnte, aber das macht er natürlich nicht. Da komm ich auch. Es ist der Fremde, hat die Brücke runtergelassen. Das ist richtig. Weg am Tor? Hä? Mehr als Au. Hast du nicht drauf? Hä? Alter, jetzt töten die mich hier. Ja, klar. Sicher. Okay, jetzt reicht's. Könnt ihr mal auch normal schießen oder ist das mittlerweile verboten? Ne, die schießen jetzt die ganze Zeit. So, cool. Au. Alter, lass mich da. BD, ich brauche Hilfe. Treffen die mich hier? Nee, ne? Okay. Erstmal überlegen. Ach, hier lang. Okay, das war wieder zu einfach. Ich brauche einen Stim, BD. Okay, da gehen wir langsam doch die Stims aus. Tschüss. Was? Okay, jetzt bin ich ganz woanders. Boah. Ich komme nicht mehr klar. Es ist soweit. Ich habe die Orientierung verloren. Boah. Könnt ihr auch mal nicht nerven? Danke. Das ist einfach. Ich brauche einen Stim, BD. Das ist jetzt uncool. Boah. Ach so, und du willst sie das scannen, ne? Ja, von allen Dingen, die man jetzt hier machen kann, erstmal scannen. Diese Ranken sind zu gruselig für Grease, aber was soll's. Ganz genau. Was soll's. Jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Das Dörfchen hier oben. Hä? Jetzt echt auf dem Weg hierhin 5 von den Stims verbraten? Ne, 6, ne? Wow. Hochgradig ineffektiv. Natürlich. Hey, BD! Ah, sehr gut. Ja, genau. Hoppala. Lass mal wieder die ganzen Knöpfe hier durcheinander bringen. Ah, sehr schön. Dann nehme ich nochmal einen Schluck von dieser durchsichtigen, wasserähnlichen, nicht Wodka, ja, seienden Flüssigkeit. Doch Wasser. Diese Nicht-Kaffee-Flüssigkeit. So. Darüber? Da oder da? Was gibt's denn hier? Ach so, wieder nur ein Echo. Na klar. So viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Tja. Macht Echo Überlebende. Muss ich hier rüber? Oder? Ja. Oh, da gibt's wieder was Tolles. Den kann ich doch sicherlich von oben angreifen, oder? Ja. Da ist noch so ein Ding. Wird doch nicht weniger. Okay. Ah, es war deutlich leichter als vorher.
Das meinen die Leute damit, wenn sie sagen, Werde eins mit Datum, ja? Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Geil. Hier so. Kampfarena. Da guckst du doof, ne? Oh. Da guck ich doof. Ich schon doof? Hallo? Oh. Ah, weich doch raus! Hilfst du mir mal, PD? Ma. Jo. Au. PD, stimmt. So. Jetzt hab ich's dir wohl gezeigt. Uff. Jetzt belohnt man erstmal eine Waschmaschine. Gute Arbeit, BD. Ja, sehen wir es uns an. Fühl mich schon. Das Poncho-Material erhalten. Savanne. Aha. Aha, aha. Outfit. Moment, Poncho-Material, ne? Wo ist denn hier? Savanne? Bin ich doof? Savanne, da. Ja, ist so. Ja, okay. Ist so. Echoortung. Schiff ist abgestürzt. Es war vor irgendwas auf der Flucht. Ein sehr einprägsamer Dialog. Ja, wie sie da wartet. Aua. Kann ich hier einmal einen Kampf zu Ende führen mit irgendwem? Ohne dass mich gerade jemand nervt? Idee, kannst du mir helfen? Nope. Ein Land hier. Wahrscheinlich. Für meine Schwester. So für eine Vergeltung, die greifen mich doch an. Was habe ich euch denn getan? Außer, dass ich vielleicht 80.000 eurer Nachbrüder über den Jordan geschickt habe. Das kann ich jetzt gar nicht verstehen hier, diese Abneigung. Ja, ach so. Mhm. Gute Leistung. Oh je, wo gibt's denn hier wieder das nächste? Was war denn hier? Achso, da komme ich her, ne? Ha, da bin ich ja gerade hochgeklettert. Oder? Ja. Wunderbar. Orientierung wieder wie ein Brathering. Waschmaschine. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Was ist das, BD? Macht und Kontrolle. Neuer Lichtschwertschalter. Okay. Schön erstmal wieder die Felsen an ihre ursprüngliche Position drücken. Hey, was ist das denn für ein Felsen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, jetzt geht er. Achso. Das ist ein Felsenschalter. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr zurück. Der Weg, die Flucht nach vorne ist also angebracht. Okay, wie mache ich das denn? Mit meinem. Und da komme ich jetzt schon so drauf, ne? Das ist ja schon mal nice. Und hier ist wieder ein Echo. Die Schwester nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Die Mutti. Die Nachtmutti.
Da ist nichts. Okay. Kann ich... Okay, fast. Da kann ich schon mal dran. So, kann ich hier die... Nee, kann ich nicht. Okay. Achso, falscher Knopf. Nee, hier kann ich nicht die Macht ermächtigen. Muss ich vorstellen, wenn hier an einer Stelle schon diese Ranken fehlen, dann wäre das Abenteuer da schon vorbei. Ach so, yo. Das Ding sieht nach Ärger aus. Sieht eher nach einer Kreuzung zwischen Eule und Fledermaus aus. Aber hey, ich bin kein Biologe. Du kannst unsere Stärke nicht überwinden. Do you even bio, bro? Au. Wow. Das hält mich nicht auf. Das aber. Ups, wieder was zum Scannen. Aber das ist doch die gleiche Wand wie gerade. Feuergeflechte, wow. Nicht zu verwechseln mit Feuergefechten. Komm ich da hin? Nee, ne? Okay. Da soll ich hin. Geil, man müsste dann den ganzen Weg später nochmal laufen. Nur damit man da überall hochkraxeln kann. Au. Okay, jetzt ist er. Ich hab noch einen Stim. Ich hab noch einen Stim. Ich brauche Unterstützung. Oh Gott. Ja. Das geht gut. Mein Gott, ey. Idyllisch. Was gibt's denn hier? Da kann ich hoch. Juhu. Und hier oben ist gar nichts. Okay, da scheint es noch eine Abkürzung zu geben. Und die hätte ich nämlich auch gerne, weil dann komme ich nämlich da wieder zum... ...zum Point. Aber wie kam ich denn da nochmal hoch? Wie kam ich da nochmal hoch? Shit! Ach Gottdammit, okay. Flucht nach vorne, Flucht nach vorne, Flucht nach vorne, ciao. Bin ich jetzt nicht vorbeigelaufen? Wahrscheinlich schon. Verdammt, wie geht's da nochmal hoch? Erstmal im Kreislauf. Da laufe ich gerade erstmal im Kreis. Hier, ne? Ja, easy. Easy. Schritt 1, Panik. Schritt 2, mehr Panik. Schritt 3,